Servus Leute, hier die Anja von Die Frau am Grill. Ich habe was super Leckeres und Einfaches für euch. Es gibt Spanferkel-Rollbraten und keine Angst, ihr braucht keinen Spieß. Der Rollbraten gelingt sowohl hier draußen am Grill als auch in der Küche im Backofen. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Jetzt werfen wir einen Blick auf den Hauptdarsteller. Hier seht ihr einen Spanferkel-Rollbraten mit Schwarte. Vom Metzger schon ins Netz gepackt, vorher gerollt. Wer wissen möchte, wie man Rollbraten rollt, den verweise ich auf das Video. Ich verlinke es euch rechts oben. Rollbraten rollen, da kann man nämlich dann auch füllen. Einfluss aufs Fleisch nehmen, Kameramann bitte. Es wäre vielleicht sinnvoller, auf ein Video zu verlinken, in dem man Rollbraten bindet und nicht nur rollt. Binden und rollen. Logisch, ja, stimmt. Also Rollbraten binden. Ja, bitte, was ist jetzt schon wieder los? Nein, das Also, war nur, ja. ja, okay, alles klar. Bei dem Video zum Thema Rollbraten binden habe ich Garn verwendet und kein Netz. Ja? Aber es ist egal, ihr könnt letztendlich ein Netz verwenden oder einen Rollbraten mit Netz oder auch nur mit Garn gebunden. Ja? So Stränge. So, wer möchte, kann ihn sogar füllen. Ich würze jetzt lediglich meinen Rollbraten ein bisschen von, ja, das ist jetzt schwierig, weil sich die Schwarte da komplett rumzieht, aber ich gebe einfach ein bisschen Salz und Pfeffer drauf. Ne? Weißt du, das kommt nur da, wo praktisch das Fleisch ist. Auf die Schwarte selber kommt gar kein Salz und Da Pfeffer. kommt gar kein Salz, aber ihr bekommt eine kräftige Soße und das, ja, das ist halt hier so. Ja? Ja. Den kriegt man halt so vom Metzger. Und wie gesagt, wenn man es selber rollen würde, könnte man da schon Einfluss drauf nehmen und das ein bisschen tiefer reinbringen, gell? Oder einfach auch in die Tiefe bringen. Aber das reicht jetzt schon mal. Die Schwarte, die braucht man nicht salzen und pfeffern, weil die liegt jetzt dann hernach eh im Wasser und wird erstmal aufgeweicht, um sie dann später knusprig zu bekommen. So, und jetzt seht ihr hier die weiteren Zutaten. Ich habe hier Zwiebeln, Knoblauch, geschält oder ungeschält, dann Kümmel, Lorbeerblätter und Wacholderbeeren und ein bisschen Wasser zum Aufgießen. Und das war es eigentlich schon. Und jetzt habe ich hier eine reine. Mal eine blöde Frage, Ja, wie schaut bitte. es denn eigentlich mit so Suppengemüse aus? Könnte man auch verwenden, aber ich habe mich diesmal für was ganz Spartanisches, was aber trotzdem lecker ist, entschieden. Ihr könntet auch noch Karotten oder Sellerie dazugeben oder Petersilienwurzeln. Und statt dem Wasser könnte man ja auch noch Fleischbrühe oder Bier oder Könnte man Rotweinsauce. Fleischbrühe oder Bier verwenden? Ja, das stimmt. Rotwein wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ja, okay, hast recht, das ist mehr Rinderbraten, gell? Ja, und vor Rotwein. allem, ja, verfärbt ein bisschen, dann, ja, würde ich nicht so. Ja. Vielleicht Weißwein, ja, Ja. könnt ich mir jetzt auch vorstellen. Jetzt passt auf. Jetzt legen wir mal, nö, wir geben jetzt erst einmal das Wasser in den Bräter. Da darf schon ordentlich was drin sein. Und hier rein platziere ich jetzt die Zwiebeln und den Knoblauch, lasse ein bisschen Platz ringsherum, Ich glaube, ich weiß, was als in der nächstes kommt. Mitte. Soll ich vielleicht dir helfen und die Packung hier aufmachen, damit du mit deinen Fingern Ja, dich nicht genau, anlangen musst? sehr gut, genau. Jetzt kommt nämlich der Mieter zum Einsatz, vielen Dank. Den verlinke ich euch unterhalb des Videos in der Infobox. Er ist ein Gelinggarant, würde ich sagen, weil wir kontrollieren damit die, nicht nur die Kerntemperatur, sondern auch über eine App, die blende ich euch jetzt ein, die Temperatur außen und wir können einfach das Ganze überwachen und werden informiert, wenn das Fleisch die Kerntemperatur erreicht hat von 75 bis 80 Grad. Und das führen wir jetzt einmal ein und in die dickste Stelle, da wo es schön reingeht. Mal so. Bis zur Markierung. Und die Schwartenseite liegt jetzt unten im Wasser. Und da rein gebe ich jetzt noch ein paar Wacholderbeeren. Ja, ein Mini-Teil von der Lorbeerblätter. Schwartenseite. Weil Ja, das ist da viel Schwarte und das da. dampft jetzt dann schon hoch. Und Der das, Wasserdampf, der hochsteigt, der weicht es dann ein, genau, der oder? weicht die Schwarte auf. Das ist das Ziel, ja, das ist wichtig. Und noch Kümmelkörner, die ganzen, die geben Geschmack. Einfach da schön kräftig nochmal drüber streuen und dann Deckel schließen und für 40 Minuten, 45 Minuten. Bis sich das Ganze aufheizt, dauert ja seine Zeit, dürfte den Braten schon so um die 40 Minuten geben. Und dann hole ich euch zum nächsten Schritt dazu. Dann wird er eigentlich nur noch kurz gedreht und ohne Deckel dann auf dem Grill gelassen. Aber dazu später mehr. Also ich bin mit allem einverstanden,
Bloß, ich hätte mir noch ein Blatt gewünscht. Ja, kann man auch Petersilie, könnte noch, aber das ist einfach. Ich kenne das einfach so von meiner Oma. Ganz einfach, vielleicht dann noch Kartoffeln dazu. Das ist einfach so lecker. Ihr braucht oftmals gar nicht so viel. Aber es ist nicht verboten, Liebstöckel noch reinzulegen, Petersilie noch reinzulegen, gerne auch Rosmarin oder Thymian. Es gibt da sonst immer so viele Kräuter und Gemüse bei mir. Ja? Und jetzt hat? Jetzt einfach abwarten, 40 Minuten, und dann werde ich den Rollbraten drehen auf die Hautseite, also mit der Hautseite nach oben. Und dann, nö, noch nicht. Kann man dann später mehr. Jetzt habe ich es auseinander durcheinander gebracht mit meinen Ja. blöden Fragen. Im nächsten Schritt einfach nur den Deckel abnehmen und weiter brutzeln lassen. Nach einer halben Stunde drehe ich den Braten jetzt. So, jetzt ist die Hautseite oben und weiter geht's bei gleichbleibender Temperatur. So, und jetzt poppt die Schwarte, oder hoffentlich ist sie ein bisschen knusprig aufgegangen. Ja, und ihr seht, das ganze Wasser, die ganze Flüssigkeit ist verdampft, hat sich zu leckerem Bratensatz verwandelt. Und jetzt ist es an der Zeit, das einmal aufzugießen. Macht es wirklich erst zum Schluss, wenn dieser leckere Bodensatz da zustande gekommen ist. Ja, über die Kruste kann man sich streiten. Das ist halt jetzt so, wie es hier mit voller Schubkraft, so bei 200, ja, nicht voller Schubkraft, was der Grill kann, aber ich habe nochmal raufgeregelt auf 220 Grad, und so ist die Kruste dann geworden. Wer so einen Backburner hat, könnte natürlich damit nachhelfen. Oder wie ihr im Video zum Schweinebrauchgrillen seht, ein Gestell auf den direkten Bereich und dann die Schwarte ringsherum noch knusprig anbraten. Aber wenn wir mal jetzt schauen, Kameramann, bist du zufrieden oder sagst, kann sich doch 1A, hören lassen 1A, und sehen super, lassen. Ihr super könnt Sache. auch die Übergrillfunktion, wenn ihr eine habt, im Backofen dann verwenden. Gut, dann würde ich sagen, holen wir den Braten doch einmal raus. Die Soße könnt ihr nach Gusto andicken. Das Gemüse durch ein Sieb passieren oder einfach so naturbelassen. Und hier seht ihr, da gibt es noch etliches zum Abkratzen. Das ist eine total leckere Soße, die da entstanden ist. Sehr gut. Und jetzt genug zur Soße. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie das Fleisch schmeckt. So, Grill schalte ich einmal aus. Es duftet. So, jetzt schneide ich unser Stück runter. Wir bekommen ja heute Gäste, gell? Die natürlich dann hier noch die Kruste genießen dürfen. Saftig ist ja der Spanferkelbraten, gell? Der Rollbraten, sieht man es schön. Kameramann, bist du zufrieden? Ja. Dann werden wir mal ein Stück probieren. Zart ist er. Zart und saftig mit der Seitank. Den habe ich übrigens vorm großen Anknuspern dann rausgezogen, um euch gar nichts vorzuenthalten hier. So. Ah, das ist mir noch ein bisschen Das zu ist groß. saftig. Saftiger. Ein Traum. Großartig. Ich glaube, unsere Gäste werden diesen Spanferkel-Rollbraten mögen, und ich hoffe, ihr auch. Ihr macht ihn mal nach. Seid jetzt heiß auf Rollbraten geworden, wenn ihr eine Rotisserie habt. Ist natürlich auch was. Ja, da würde ich dann empfehlen, am Anfang die Schwarte weich werden zu lassen, indem man einfach ein bisschen Wasser mit den Zwiebeln und mit sämtlichen Gemüse, das ihr noch einsetzen mag, und den Gewürzen unter die Rotisserie stellt, damit sich das schön drehen kann. Aber dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, Thema Rollbraten, einfach mal hier auf YouTube schauen. Ich verlinke euch auch noch was, wenn ihr noch was findet. So, und jetzt bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, holt es bitte nach. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal, eure Anja, macht's gut.